In unserem Projekt haben wir festgestellt, dass wir den Hanf anbauen können, von der Aussaat bis zur Ernte. Wir haben Erntetechnik optimiert und auch die Weiterverarbeitungsschritte wurden inzwischen optimiert. Der Landwirt an sich, wenn er Zwischenfrüchte anbaut, er leistet einen positiven Beitrag zum Gewässerschutz einerseits, indem Stickstoff durch die Pflanzen aufgenommen wird und später wieder verwendet werden kann. Er leistet einen positiven Beitrag zur Biodiversität, dadurch, dass auch die Anbauvielfalt auf der Fläche erhöht wird. Und der Landwirt selber hat den Riesenvorteil, dass er eine zusätzliche Wertschöpfung auf seiner Fläche generiert, die mit einem normalen, klassischen Zwischenfruchtanbau. Normalerweise werden Zwischenfrüchte nach der Überwinterung abgemäht oder untergepflügt. Diese Zwischenfrüchte können in unserem Projekt noch geerntet werden und wirtschaftlich einer Nutzung zugeführt werden. Der Anbau von unserem Winterhanf als Zwischenfrucht eignet sich insbesondere für Betriebe, die klassische Zwischenfrüchte anbauen, wie Senf oder irgendwelche Mischungen, und diese nicht wirtschaftlich nutzen. Das sind in der Regel reine Ackerbaubetriebe oder aber Betriebe mit Schweinehaltung. Der Hanf hat vielfältige positive Eigenschaften. Der Vorfruchtwert für die nächste Hauptfrucht ist auf jeden Fall schon deutlich herauszustellen. Also es ist eine super Bodengare im Frühjahr vorhanden. Er beschattet den Boden gut, also er lässt das Unkraut nicht aufgehen, sag ich mal, durch die Beschattung. Also es ist ja so, dass während des Projektes verschiedene Erntemethoden zum Einsatz kamen. Auch Mähwerke wurden eingesetzt und da hat das Trommelmähwerk im Vergleich zu einem Scheibenmähwerk einfach den Vorteil, dass die Trommeln langsamer drehen und dadurch der Hanf sich nicht so schnell um die Trommeln wickeln kann und trotzdem dann zu einem vernünftigen Schwatz zusammengeführt wird und da gepresst werden kann. Es ist für mich eine ganz besondere Pflanze. Das ist, möchte ich ganz von vornherein herausstellen, weil diese Pflanze mit keiner anderen Pflanze, die wir kultivieren, verwandt ist. Also habe ich da schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Das Zweite ist, aus landwirtschaftlicher Sicht ist sie nährstoffbindend, weil wir das Problem mit der Nitratauswaschung haben. Wir sind hier in einer veredelungsintensiven Region, heißt also, es fallen viele Nährstoffe an, die man binden kann. Auch andere Zwischenfrüchte können sie binden, aber die Hanfpflanze hat die Eigenschaft, dass sie praktisch zu einer Verkaufsfrucht wird. Heißt also, ich binde die Nährstoffe und bringe sie in einen anderen Kreislauf. Also ich habe hier keine synthetische Faser, sondern eine Naturfaser, die ich natürlich dann auch praktisch verwerten kann und ganz tollen wie Textilien verarbeiten kann. Also wir haben in dem EEP-Projekt feine Hanffasern isolieren können aus Hanfstroh, was wir mechanisch aufarbeiten und dabei festgestellt haben, dass die elementaren Hanffasern von einem nicht so hoch wachsenden Hanf ideal sind, um Baumwollanteile zu ersetzen. Während des Projektes haben wir also entwickelt, einmal die elementaren Fasern einmal ungebleicht oder gebleicht. Wir haben dann die Garne insofern vorbereitet zum Verspinnen und die ersten Weberfolge.